Hallo und herzlich willkommen zum Part 3 von Castlevania Legacy of Darkness. Wir sind in der Villa und wir sammeln jetzt unnötige Rubine ein. Es ist Tag, ihr seht hier schön in den... Naja, Buntglasfenster sind es nicht, es scheint Sonnenlicht rein in irgendeiner Form. Geben wir unseren ersten Vampir. Und tagsüber sind die Dinger wirklich arg schwach. Die sehen auch nachts etwas anders aus. Also da haben sie keine Klamotten mehr so an, sondern sehen eher fledermausartig aus schon fast. Ich glaube die alle nicht. Hier noch was Nötiges drin? Nee. Geld nehmen wir mit. Ein Schlüssel. Archivtür. Mal kurz, ich habe gedacht, die Tür wäre zu, deswegen wollte ich jetzt nur noch mal ausprobieren. Wir erstmal noch hierher, schauen wir rein, das brauchen wir nicht. Im Sofa könnten auch immer Sachen drin sein, na, ein Heilkristall. Da ist nichts. Ein stilvolles, etwas verstaubtes Sofa. Das finde ich zumindest schön, dass sie Beschreibungen gemacht haben zu den Sachen. Kronleuchter holen wir aber auch noch von der Decke. Hier liegt jede Menge Zeug rum. Schauen wir mal, was wir noch haben. Hier sind keine Sofas mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum hier in der Eingangshalle Sofas stehen. Kann natürlich als Wartezimmer taugen. Eine Tür mit der Aufschrift Rose Garden. Sie ist verschlossen. Vielleicht liegt der Schlüssel zur Tür tief im Irrgarten verborgen. Das ist interessant, dass er das einfach messerscharf schließt. Ja, wenn hier kein... wenn die Tür verschlossen ist, dann muss ja der Schlüssel im Irrgarten irgendwo liegen. Na gut. Und dass sie Rose Garden hier nicht übersetzt haben, ist auch irgendwie... keine Ahnung. Also als Name würde ich es nicht zählen, das ist einfach Rosengarten. Fertig. Ja, ihr merkt, ich rege mich eigentlich die ganze Zeit nur über dieses Spiel auf. So aufregend nicht. Ich amüsiere mich viel mehr über so einiges. Und wir hören Motorradskelette. Na, ich will nicht das. Ich will nicht das Weihwasser. Okay, schaffe ich es noch? Wollte auf jeden Fall verwenden, dass ich das Weihwasser nehme, deswegen war es besser, dass ich es nicht genommen habe, nicht zugegriffen habe. Geld kann man immer gebrauchen. Und noch mehr Giftkornpullen, vielleicht brauchen wir sie auch irgendwann. Der hat einen Beifahrer mit Maschinengewehr auch noch. Aber ohne Fahrer explodiert das Motorrad offenbar grundlos. Was ist mir? Wind und Wetter haben die Inschrift unleserlich gemacht. Schade. Hier ist zu, hier kommen wir nicht durch. Aber wir können durchaus hier durch.
Ja, der Irrgarten, der hat auch eine besondere Bewandtnis, die... Ich fand ihn ganz schlimm als Kind, fand ich ihn total gruselig. Was an etwas liegt, was ihr vielleicht noch sehen werdet. Oh, da hinten ist ein Giftspeier. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Kammhälfte B. Was auch immer das soll. Ich würde das nicht als Kamm sehen, sondern als Platte, Steinplatte. Tür ist von hinten verriegelt. Hierfür sind die Äxte wirklich äußerst praktisch. Hier ist nichts. Ich sollte mir den Weg übrigens merken. Ich werde es später brauchen. Die Tür mit der Aufschrift Zaun mit Eisendornen ist verschlossen. Eine rote Rose, die Morgensonne reflektiert, kommt der Edelstein zum Vorschein. Ich glaube, hier ist auch wieder irgendwas schiefgelaufen. Sie wollten mir wahrscheinlich was anderes mitteilen als das, was Sie hier geschrieben haben. Brauchen wir gar nicht. Oh, das gab es auch in den 2D-Teilen. Und zwar einen Knochenturm. Da ist der Schlüssel, den wir wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesucht haben. Na komm, nehmen wir mit. Rosengartenschlüssel. Da haben sie Rosengarten übersetzen können, weil vorher haben sie es nicht übersetzt. Also damals gab es ja, als das Spiel rauskommt, ist noch kein Google-Übersetzer. Ich weiß gar nicht, wie man so eine verquere Scheiße ohne Google-Übersetzer hinbekommt. Okay, hier kommen wir nicht durch. Aber es würde mich interessieren, ob man hier durchsliden kann. Nee, kann man nicht. Das ist irgendwie, weiß nicht, seltsam. Ist dunkel geworden, mal wieder im Irrgarten. Und auch diese Tür ist von hinten verriegelt. Darum. Ich weiß den Weg aus dem Irrgarten, glaube ich, noch auswendig. Uah. Und schon hat's uns erwischt, wir sind vergiftet worden. Das wollen wir gleich mal heilen. Wir haben 5 Giftkornbullen. Das kann immer wieder mal passieren. Schlangen. So, jetzt kurz nachdenken. Auch weg. Die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Ich glaube, da war ich schon.
Ach, da war die verriegelte Tür. Nee, okay, dann war es schon der richtige Weg. Da sind wir auch schon. Ist eigentlich in den Büschen irgendwas, die stehen so da, als ob einem der beiden ein Beratung oder sonst irgendwas sein könnte. Ist da aber offensichtlich nicht. Ja, Cornell ist auch nicht besonders schnell. Im Springen wird es bedingt schneller. Und wir sind wieder zurück in der Villa. Alles nur für diesen einen dämlichen Schlüssel. Bei Reinhards Story ist das etwas anders, auch der Weg durch die Villa. Da ist schon die Schlossmauer auch anders. Der Schweigende Wald ist genauso, wenn ich mich recht entsinne. Ist nichts. Viele schöne Rosen. Weiße Rosen, wohlgemerkt. Nehmen wir den mit. Ach, hinten dran L und S, das heißt einfach nur Small und Large. Es gibt nämlich kleine Rubine und große Rubine. Dementsprechend mehr oder weniger auffüllen. Ich sollte übrigens mal wieder jetzt mich heilen, weil ich habe genug Brathähnchen. Ich kann sowieso nur 9 tragen. Oder 10? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mary, ich brauche was zu trinken. Ich habe Durst. Nein, bleib weg von mir! Warum sprichst du so mit mir, Mary? Ich bin der Herr und dein Mann. Ich sage dir, ich habe Durst. Ach, Mary, oh, ich habe dich dort gar nicht gesehen. Meine Frau und ich haben nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich weiß nicht, was du willst, aber kannst du später zurückkommen? Ich suche ein Mädchen namens Ada. Ada? Ich kenne niemanden, der so heißt. Sie muss hierher gebracht worden sein. Ich kann sie noch riechen. Ich habe gesagt, ich kenne sie nicht. Außerdem habe ich Durst, also. Einen Augenblick, du kommst gerade recht. Wie bitte? Dein warmes Blut wird meine Pfeife perfekt anfeuchten. Also, ihr seht hier, wie die Vampire. Ah, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und ich bin zum Vampir mutiert. Das heißt, ich sehe etwas blass aus und ich kann mich nicht wehren. Ich kann meine Waffe nicht einsetzen. Deswegen gleich mal heilen. Komm her. Und ihr merkt, die Vampire sind nachts wesentlich stärker. Und die Fledermäuse hinterlassen noch Geld. Immerhin. Das passiert auch nachts. Nur wenn das besiegte Vampire sich in Fledermäuse verwandeln. Ja, das hat jetzt doch einiges an Energie gekostet. Laden wir uns mal wieder ein bisschen auf. Und bequemes Bett. Würde ich auch so sehen. Schöne Malereien. Ist hier noch irgendwas drin?
Gibt's nichts Brauchbares. Ein paar Stühle. Ja, und Übersetzungsfehler natürlich wieder im Dialog. Also meine trockene Pfeife anfeucht, perfekt anfeuchten. Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollten. Und der Typ war offensichtlich zu doof, die Tür zu öffnen, denn sie ist... So, ja. Labyrinth-Tor habe ich jetzt auch. Übrigens sehr schön, dass jetzt das Ganze als Labyrinth bezeichnet wird. So, wir haben hier einen Spiegel. Den können wir kaputt machen. Zumindest sehen wir so, dass die Frau offenbar kein Vampir ist, denn sie hat ein Spiegelbild. Dann brauchen wir den auch nicht mehr. Oh, danke, junger Mann. Ist er weg? Ich bin Mary, die Frau des Vampirs. Ja, der Vampir Audrey ist mein Mann. Da war ein Mann, Gilles de Rais, und eine Frau, Actress. Sie haben ihn zu einem Vampir gemacht. Er war so ein guter Mann. Nachdem er zum Vampir wurde, verfolgte er mich. Und sogar unseren Sohn Henry. Ich wäre lieber gestorben, als ebenfalls zum Vampir zu werden. Aber ich konnte doch den kleinen Henry nicht allein zurücklassen. Darf ich um einen Gefallen bitten, Fremde? Hilf meinem kleinen Henry zu entkommen. Henry verbirgt sich beim Garteneingang. Durch das Osttor führt ein geheimer Fluchtweg durch den Wald. Bitte führ Henry zu diesem Pfad. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich dir diesen Kupferschlüssel. Sei vorsichtig, im Garten lauern Dämonen. Nimm dich meines Sohnes an, junger Fremder. Escort-Aufgabe mal wieder. Bla bla bla, das hat er eben schon gesagt. Eine Tür zum Lagerraum verschlossen. Schade. Und hier haben wir die Mosaikritter. Haben wir jetzt eigentlich den Kupferschlüssel bekommen? Item. Nö. Den kriegen wir aber dann, wenn wir Henry geholfen haben, offenbar. Löwenkopf ist auch was drin. Ja, noch ein Brathuhn. Und hier haben wir den Lagerraumschlüssel gefunden. Dass hier auch echt alles verschlossen sein muss. Und ein Halbkristall und ein Bild, aus dem ein Geist kommt. Ah. Geister hier. Aber es ist ja gleich Tag, dann ändern sich die Gegner wieder. Sehr hübsch. Und er ist trotzdem noch drin. Das Mosaik hat sich quasi irgendwie vervielfältigt. Ein Heilkristall. Und wir haben den Archivschlüssel verwendet. Die Schrift ist unordentlich. Der Deckel ist unterzeichnet mit J.A. Audrey. Dieses Tagebuch muss dem Herrn des Hauses gehören. Oh, die Welt des Todes ist fantastisch. Ich muss meiner Familie von diesem Glücksgefühl berichten. Meine geliebte Frau wird die nächste sein. Dann unser kleiner Henry. Und alle Besucher. Ich muss alle Grabsteine vorbereiten. Großer, mächtiger Dracula. Ich will für immer dein Diener sein. Ist da eine Reihenfolge? Ja, dieses... Keine Ahnung. Viele Bücher, aber kein Vorhaus. Ist natürlich ein Hinweis. Wie wir... das Ganze zu lösen haben. Das Rätsel
mit den Grabsteinen vor der Villa, aber es wirkt doch schon sehr unnatürlich, wenn er jetzt schon hier sagt, das ist eine Reihenfolge. Naja. Nicht drüber aufregen. Wir haben noch den Labyrinth-Schlüssel, den werden wir auch noch benutzen. Also jetzt gehen wir jetzt erstmal stimmt, aber ein Heilkristall noch drin in der Statue, den wir allerdings nicht benutzen können. Jetzt muss ich nur kurz gucken, weil ich weiß, zu irgendeiner bestimmten Tageszeit ich glaube es war irgendwo morgens schauen. Oder was, erst ab 12 Uhr? Ich warte jetzt hier noch mal, bis die Uhr da oben das Richtige anzeigt. Mag euch jetzt sinnlos erscheinen, aber es ist definitiv nicht. Na, wo ist es denn? Hilfe, Kamera. Also wenn hier bis um 12 nichts passiert, dann gehe ich auch einfach wieder. Nee, ist nichts passiert. Schade. Ich muss hier nochmal später zurück, denn im Garten stand ja bereits dass wir hier irgendwas machen sollen. Ab einer bestimmten Tageszeit, nämlich wird eine der ein paar der Rosen werden rot und dann kann ich dort was finden, wo sie an dieser Stelle. Aber das ist die Frage, wann und wo. Ich wollte vor die Villa und wollte dieses Rätsel lösen noch. So, Master Audrey war der Erste, der zum Vampir wurde. Dann wollte er seine Frau Mary zur Vampirin machen. Nein, das ist das noch nicht. Dann sein Sohn Henry. Und zum Schluss alle Besucher. Zack. Und damit hätten wir das gelöst. Die Plattform hebt sich und wir können hier oben. Ja, ich kann nicht mehr davon tragen. Ich weiß. Ich müsste mich jetzt ein paar Mal beißen lassen. Vom Vampir. Aber ich muss es ja nicht provozieren. Und was finden wir hier? Eine Rose ist in einen Stein auf dem Springbrunnen eingraviert. Ach ja, richtig. Ich brauche ja da erst ein weiteres Item.
Es hat sich immer noch nichts getan. Ich weiß auch gar nicht mehr, woher man das überhaupt weiß. Mit dem... Also, dass es eine bestimmte Uhrzeit sein muss. Ich glaube, damals habe ich irgendwie eine Komplettlösung benutzt, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Damals, als die Endzone noch annehmbar war und die Total, als die Total gab, vor allen Dingen die Total war, ist ein großartiges Magazin gewesen. Wenn ihr das noch kennt, wenn ihr euch früher für Videospielmagazine interessiert habt. Es ist wohl ein Vertrag, ist aber kaum zu entziffern. Entschuldige. Hast du hier eine Schriftrolle gesehen? Da ist sie. Vielen Dank. Das ist sehr wichtig für meinen Auftrag. Oh, wie unhöflich. Ich bin Renon. Ich bin so etwas wie ein Dämon. Warte doch. Nur keine Angst. Ich versehe Abenteurer auf dem Weg zum Schloss mit nützlichen Dingen. Es ist beschämend für einen Dämon zu arbeiten, aber nicht mal der Tod ist umsonst. Das Schicksal hat diese Schriftrolle für dich bestimmt. Mit der Schriftrolle kannst du mich jederzeit rufen. Oh je, schon so spät? Wir reden schon zu lange. Also? Du kannst mich jederzeit rufen. Ein seltsamer Typ. Und hier ist noch ein Heilkristall. Gott, so viele Heilkristalle. Schauen wir mal, was er so zu bieten hat. Kaufen, abgehen. Hier ist auch etwas, was ich damals nicht so ganz gerafft habe. Da steht nämlich, gibt's nicht. Was einfach nur heißt, dass ich es selbst noch nicht besitze. Das hat mich damals so irritiert, dass ich damals nie Sachen gekauft hatte, die ich vorher nicht gefunden hatte. Weil ich dachte, ja, gibt's halt nicht. Fertig, hat er nicht im Angebot. So, Roastbeef. Da können wir noch eins durchaus nehmen. Brathuhn haben wir genug. Heilkristall haben wir genug. Giftkornpullen können wir durchaus noch einmal ein paar nehmen. Sonnenkarten. Nehmen wir ein paar. Mondkarten. Nehmen wir auch mal eine dazu. Heilmittel. Nehmen wir auch noch ein Heilmittel dazu. Das brauchen wir wirklich nur ganz selten. So. Und hier regnet es. Habe ich jetzt eigentlich... Moment. Kurz, kleinen Moment. Ja, ich habe gespeichert eben. Ich bin echt, manchmal total vergesslich. Ich mache einfach Dinge, die ich dann, ja, die ich direkt hinterher wieder aus dem Gedächtnis streiche, einfach weil ich sie unbewusst mache, was auch immer. Wir sind jetzt wieder vor dem Irrgarten. Es ist ein Irrgarten, kein Labyrinth. Den Unterschied werde ich nächstes Mal vielleicht nochmal erwähnen. Und, was uns da drin jetzt gleich erwartet, während wir unserem guten Henry hier raushelfen, das erfahrt ihr im nächsten Video. Bis denn!